Pokémon Showdown. Igel. Großes Ermüden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Showdown. Ich bin's wieder, der Igel, und ich bin heute wieder einmal mit dem Möti am Start. Hallo. Servus, erst einmal. Das war ja ziemlich spannend, das letzte Mal. Also ich bin ja diesmal echt gespannt. Wir machen das ja jetzt heute alles mit zufälligen Teams. Also keine eigenen Teams, sondern nur Zufall. Auch wieder Best of Three. Jo. Ich bin ja mal gespannt, was uns das hier gegeben hat. Weshalb ich denn hier? Ach, Krabums. Ilomise. Alter, mein Pokémon sieht so kacke aus. Von hinten. Es sieht aus, wie als ob es zwei Kanonen im Hintern hätte. Okay, interessant. Dein Pokémon ist vom Typ Fee. Quatsch. Käfer. Bug. Okay, ja gut, egal. Scheuen. Aha. Boah. Ja, oh. Das ist. Ach dumm, mein Pokémon trägt ja Walschal. Oh nee, ist das dämlich. Na toll. Egal, Explau. Das ist schon ein lustiger Name für ein Pokémon. So. Schade. Weggepustet. Weggebrüllt. Was habe ich sonst noch im Team? Was? Alles klar. Das ist ein gutes Team. Eine Frage. Ach stimmt, ich habe mein Team auch noch nicht angeguckt vor lauter Kämpfen. Das ist ein gutes Team. Na, oh, dann bin ich. Natürlich ein Maxas. Was denn auch sonst? Dann würde ich mal sagen, einen taktischen Rückzug gibt's nicht. Nein, der Penner, der boostet sich jetzt natürlich. Ja, was ist da los? Was? Ja, Alter, Xplode, was hast du gemacht? Alter, was war das? Das ist eine Attacke, Mann. Das ist Schallwelle. Das ist jetzt mal wirklich lustig. Also das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Okay, Xplode, da mal raus mit dir. Du hast ja einen guten Job gemacht. So, wieder boosten. nee, diese Kackbooster hier. Kann ja nicht sein. Ja, was ist hier hinten? Das bringt's alles nicht. Das Vieh ist vom Typ Stahl, ne? Ich weiß gar nicht. Bringt's da eine Elektroattacke was? Ich habe keine Ahnung, ob es das was. Was ist das denn? Oh, Donner, das bringt sogar halbwegs was. Das bringt sogar halbwegs was. Was ist eigentlich dieses Substitute? Substitute ist. Warte mal, Substitute, das klingt so. Oh, natürlich trifft der jetzt wieder nicht. Voltula trifft wieder nicht. Voltula ist natürlich auch zu langsam für den ganzen Scheiß. Jo. Er ist recht mit doppeltem Speed von Klingklang. Klingklang? Achso, Klick die Klang. Ja, das ist doch falsch. Klick die Klang. Alter, wie einfallslos ist dieser Name von diesem Pokémon, ehrlich? Sehr Klick, gut. Klick die Klack. Ja, super. Was ist denn das? Was ist das? Das ist Substitute. Ach so, das ist Delegator. So. Oh. Oh, jo, nicht schlecht. Schön. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, jetzt brennt er. Das ist natürlich toll. Ah, das bisschen Feuer, ne? Mit bisschen Feuer unterm Hintern, das kann ja nichts ausmachen. So, dann, was machen wir denn da? Komm. Was? Danny, daneben! So, und wir können uns ein bisschen restoren, das ist ja ganz schön. Wie retarded kann man sein und da ich treffen? Na gut, 85, Genauigkeit, nun okay, sehe ich sein. Ja, das ist, nicht weiter schlimm. Schau, Klingklang. Boing, und weg. Oh, oh Gott. Lavados ist und bleibt ein cooles Pokémon, muss man sagen. Das. Ja, pfff. Na, natürlich. Hier, was ist das denn? Ah, toll. Wo muss der? Ah, komm. Dann nehmen wir den mal hier. Der ist lustig. Botogel, jetzt ist Zeit für Geschenke. nicht mal schön. Toll. Heißflug, ne? Ja. Warte mal. Ja, Spikes! Ist schneller. Ja. Sehr gut. Dann hat dieses Pokémon auch noch seinen Zweck erfüllt. Das ist ja schön. Das ist schon mal nicht schlecht. Was zur Hölle? Dieses Viech ist cool. Ich mag es. Gib ihm! Ah! Hui-di-dui! Shit. Hä? Ach nein, das Ding trägt Toxic Orb. Ach, wie doof. Okay, die Kunde, die ich gemacht habe, ist für dieses Pokémon nicht das geeignet. Was ist das? Wie doof. Okay, dann
Ja, dann will ich mal sagen, Superpower for the win. Boah. Alter. Alter. Luxtra geht voll ab wie Schmidts Katze, ey. Das ist ja unglaublich. Da haut der nochmal ein Leggy raus. Das, ach, das kann doch nicht sein hier. Tornados hier vom Typ. Oh, vom Typ Flug. Und ich trottel. Ah, er ist resistent, das ist schön. Fassade, oh. Uiuiui. Fassade ist schon mal gar nicht so doof. Gar nicht so doof. Nicht schlecht. Aber leider ist Luxtra natürlich jetzt nicht schnell genug für den ganzen Schmarrn hier. Vermute ich mal. Please, Anneliese, please. Nee. Nein! Schade! Es wäre ja auch zu schön gewesen. Egal, denn. X-Bonade und 3 Pokémon. Ja, das könnte vielleicht sein, dass er das gewinnt hier. Mein Explaud ist voll angeschlagen, der arme Kerl. Ja. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Der trägt ja kein Item oder was? Ah, der. Achso, ja. Das heißt jetzt Hoffnung. Doof. Ja, dumm. Das ist natürlich kacke, weil das Ding vom Typ Flug ist. Was ist hier? Fail. Ja! Oh Gott. Flinch! Nein! Sehr schön! Und, ach komm, gib ihm. Alles klar. Yes! Nein! Es lebt nicht mehr! Scheiße! Schade! Wäre auch zu schön gewesen. Das wird nochmal spannend hier zu Ende. Ah, no! Kann ja wohl nicht sein hier. Alter Falter, das geht ja gar nicht. So, warte ich vor der Win. Akrobatik, jetzt ist hier in der Tat, es ist hier absolut kacke. Was nehme ich denn jetzt? Egal, Feuer frei. Shit. Ja, er trifft. Bah, jawoll. Hui, ein Dach, Gottchen, das ist war jetzt aber echt spannend hier. Mann, ey. Das ist mit dir irgendwie ist es viel spannender bis jetzt halt. Also. Genau, das hat auch mal aufgegangen. Ja, achso, du hast, der hat ja auch ziemlich gerockt hier, woll. Mhm. Hui, puh, 1-0, aber da machen wir jetzt erstmal ein Instant Main-Menü, gehe ich mal kurz. Da machen wir hier Find a User und so, du kennst das ja jetzt mittlerweile hier. Mhm. So, der Multi, ah, da habe ich's ja eh. Dann machen wir nochmal zufällig hier, mal sehen, was er ausspuckt. Oh! Oh! Ah, das ist. Ah, das ist jetzt interessant. Das finde ich jetzt ist eine interessante Sache. Zwei Stahl-Pokémon. Mhm. Will ich erstmal Mega-Entwicklung? Ey, bitte. Was ist das denn? Kann er nicht. Jawohl. Was? Hidden Power vom Typ Feuer, ne? Schon mal nicht so. Ja! Nein! Ja! Gib ihm! Es lebt noch! Wie kann das sein? Er, sie, es lebt immer noch. Mag. Ja, ja, boah, Gott sei Dank! Alter. Das Mega-Pokémon ist draußen, na, Gott sei Dank, boah. Was ist denn das für ein Scheiß-Team? Ja, war ein Kickli, das würde ich jetzt nicht als Scheiß-Team bezeichnen. Also, da habe ich schon schlechtere Gegner gesehen hier. Ah, schade, Magnezone. Aber Magnezone hat einen guten Job gemacht. Ey, Alter, ich habe nur Kackviecher, kann das sein? Oh, nee. Oh Gott. Töne. Bruce Lee! Bruce Lee, ja. Bruce Lee ist ganz toll. Warte mal, dann, ja, es trifft! Na klar. Na super. Das ist ja, das ist ja toll, ne? Dann machen wir einen Delegator. Hm. Oh, faded. Egal, macht nichts. Scheiß auf faded. Ist mir wurscht. Ich, faded. Ach, das ist dieses Lied, gell? Ja, egal. Beep. Ah, kacke! Na, Illumise ist eh ein scheiß Pokémon, aber. Ja. Ja, ich weiß, es ist gemein, aber. Ist so. Es ist einfach nicht geeignet. Ist auch nicht gut. Es ist nicht geeignet für solche Sachen hier. Alles klar. So, komm, jetzt ist es aber auch genug hier. Dann, warte mal, das Ding ist eh vom Typ Flug, also, ja. Elektroflug, oh. Ist eine interessante Kombi. So, komm. Jetzt boosten wir uns mal ein bisschen. Ui! Okay! Yes. Scheiße! Ja, das war jetzt natürlich nicht sehr schlau. Na, schade. Egal, dafür ist sein Spezialangriff jetzt sau hoch. Ja, das kann sich sehen lassen. Weiß. Ach nee, das Ding hat Leben Orb. Ach, ist das doof. Alles klar. Slimog. Wie lustig. Das Lustige, es kann Eisschleif, oder wie das heißt. Ah, toll. Oh, wollen die mal einsetzen. Leben Orb hat mein Pokémon umgebracht, ey, wie doof. Das ist Vieh fast tot, ey. Miau!
Das ist voll süß. So, toll. Dann, nutzen wir mal U-Turn, ne? Von Typ. Oh Gott. Das Ding ist vom Typ Unlicht und deins ist vom Typ Gift. Shit. Sehr schön. Ja, das ist gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann, ja. Aha. Raikou. Ein Halb-Legi. Oder ist es sogar ein komplett legendär? Ich glaube, es ist komplett legendär. Ah, Shadrago. Wer hätt's gedacht? Das Viech ist ja echt omnipräsent. So, dann mal nix wie raus. Oh. Marmorswine. Das ist ein lustiger Name hier. Eisboden, okay. Dann, was nehmen wir denn da? Das ist ja ein Eis-Pokémon, wie blöd bin ich denn? Ja. Ich hätte lieber weg. Woll! Und das ist natürlich jetzt schön. Das ist jetzt gut gelaufen. Oh, das ist jetzt cool, dass ich ein Eis-Pokémon ist. Wohin genau? Wohin geht's der Herr? Wohin genau? Sehr gute Attacken, mit denen kann ich gut handeln, ja. Ja, klar. Natürlich, es flincht. Das ist ja sein Beruf, ne? Es komm, hat bitte. Ja! Ah, das ist. Wohin genau ist so nervig, aber jetzt braucht man einfach ein bisschen Glück. Da braucht man Glück einfach dafür. Na, Gott sei Dank, ey. Ah ja. Ja, das ist ein Pokémon, das ist. Oh, X-Bad. Okay. X-Bad kann ja schon was reißen, aber gut, gegen Eis-Pokémon wahrscheinlich nicht so viel. Oh. Ach, na klar. Ui. Ja. Boah, das war jetzt ziemlich fett. Ui. Was ist das? Was hast du da für ein komisches Viech? Ach Gott, Psycho Unlicht, ja. Und ich hab Mew. Warum hab ich denn Mew? Wofür? Warum? Ich will das Ding da gar nicht haben. Ah, was ist das hier? Was kann das Ding überhaupt? Ich muss gerade mal schauen, was das für Attacken kann. Es kann so komisches Zeug. Das Pokémon ist nur noch kacke. Ja, toll. Dann warte mal. Komm, dann tauschen wir mal. Gegen, was weiß ich. Das Ding ist vom Typ Psycho Unlicht. Das ist schon wieder eine tolle Kombi. Naruto Online, offizielles Spiel. Was? Alles klar. Nur so eine Werbung hier rechts. Ach, eine Werbung. Du hast eine Werbung. Ich habe keine Werbung. Warum habe ich keine Werbung? Na gut. Toll. Ja, es brennt. Liebe Leute, kommt und rennt, denn es brennt. Liebe Leute, kommt gerannt, dieses Pokémon ist angebrannt. Oder so ähnlich ging der Spruch. Ja, toll. Wir schützen uns natürlich, wie es sich für freundliche Leute gehört. So. Dann, ja. Toll. Was ist das vom Typ Psycho-Unlicht? Ich weiß immer noch nicht, was es da mehr bringt. Egal. Ich probiere es jetzt einfach mal mit dem Klassiker. Mit der Matschbombe oder was das ist. Oh Gott. Ein Crit. Ja, das ist natürlich jetzt schön. Das ist schon mal nicht schlecht. Was ist Malamar? Ich kenne dieses Pokémon nicht. Ich habe das noch nie gesehen, was du da hast. Das ist, glaube ich, auf der 6. Generation, würde ich jetzt mal behaupten. Keine Ahnung. Bei Schwarz und Weiß bin ich stehen geblieben. Also. Ja, ich auch. Es ist. Ich weiß nicht, die neuen Pokémon sind auch zum Großteil einfach so hässlich. Ja. Ich habe vor kurzem. Ich habe vor kurzem ein Pokémon gesehen, das hieß, glaube ich, Algit oder so. Das sah total lustig aus. Sieht so ein bisschen aus wie ein Seeper. Bloß auf Drogen. Voll lustig. Soll ich den nicht wieder tun? Weezing. Du bist Poison, okay. Poison, ja, Gift. Ja, Smogmog sieht auch schon so aus. Toxiquack, wie cool. ist das wahrscheinlich schneller als meins, oder? Ah, nee, doch nicht. Ah, sehr gut. Tiefschlag wirkt natürlich nicht, das ist schön. Dann protecten wir uns gerade mal. Ah, ja, sehr schön. Ja, ein bisschen taktisch spielen ist, glaube ich, gar nicht so doof. Egal, Toxicroak. Das ist sehr viel, kannst du da dir ja nicht an KP erhoffen, oder? Nee. Boah, jawohl. Was? Feuersturm. Ich finde das,
finde das voll lustig, dass dieses Pokémon Feuer stürmen kann. Alter Falter, ich hätte nicht gedacht, dass ein Smogmog so nützlich sein würde. Hä? Hey. Es lebt immer noch, Alter. Dein Viech hat echt Durchhaltevermögen. Aha. Ja, tot. Ach toll, da war Fire Blast gar nicht mehr notwendig. Komm, das bisschen noch hier. Oh, Rotom! Zu Deutsch auch Motor. So, Rotom. Ehrlich, ein Pokémon als Ventilator, das ist doch irgendwie einfallslos, oder? Das ist doch schön. Ja, toll. Ja, da kannst du dir jetzt erstmal dein Pokémon aussuchen. Oh, Kapilz! Ist ja süß. Ich mag Kapilz. Ist in der Haut. Ja. Ich mag das irgendwie, ich mag Kapilz. Aber ich weiß halt nicht. Ich weiß nicht, bei unserem Randomizer sind mir auch noch keine wirklich besseren Gras-Pokémon über den Weg gelaufen, also. Oh Gott. Ach Gott, das ist jetzt wieder dieser Feuerfuchs da. Er ist auch wieder so aus der Generation Dings, ich glaube X und Y, ne? Mhm. Voll hässlich. Warum ist der jetzt schneller? Es ist fett. Der Kapilz hat doch eine Initiative erst fuck, man. Ja, keine Ahnung. Delphox offensichtlich auch. Ach boah, Button Speed von 210, wie geil. Oh, cool. Dings hier, wie heißt das gleich? Das ist Snowbillycat. Ja klar, ist nur ein Snowbillycat. Ja gut, bitte. Ja. Dann nehmen wir erstmal. Feuerfee? Ja, ein komischer Typenkombi, gell? Ich weiß auch nicht, was dagegen nützlich sein könnte. Ja, toll! Sehr schön. Flinch, Nabra. Unlicht was gegen das Viech? Oh! Unlicht ist effektiv gegen Fee. Habe mal wieder was gelernt. Ja, toll. Wieder was gelernt. Komm, unser Boxer hier vom Dienst. Hitmonchan. Ja, 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 komm. Jetzt lass mal dein Pokémon schnell abhauen, bevor es eins auf die Schnauze kriegt. Was ist das denn? Vivillon. Ach Gott, ist wieder so ein komisches Flatterviech, so ein. Egal. Dafür kann Nocturne ja Feuerschlag. Hurricane! Yeah, Feuerschlag for the win! Und es brennt! Ja! Vivillon, komisches Teil. Rapid Spin, come on! Dann lass mal schnell einen Turbodreher machen. Hurricane! Scheiße! Kann ja nicht sein hier. Mann, warum? Das ist unnötig. Lass doch den Scheiß. So, was nehmen wir denn jetzt? Tolle Schose. Yugong. It's Yugong. Ist der Yugong in the house. Ah, Gott sei Dank. Ja, sehr schön. Damit hätten wir das nochmal abgewehrt hier. Ui. Eieiei. Vivillon. Ist es ein schönes. Schönes, tolles Pokémon. Ja, super. Toll. Dein Viech ist vom Typ Elektroflug. Na toll. Das heißt, mein Yugong kriegt richtig auf die Fresse. Aber immerhin. Das ist wahrscheinlich sogar. Ah, nee, es ist nicht schneller. Schade. Hätte ja sein können. Yugong. Persian. Surfer in dein Gesicht. Ja, super. Ja, dann nochmal den Klassiker, ne? Ein bisschen protecten hier. Ja, protect. Und ja, super. Oh, weiß ich gar nicht, was ich damit tun soll. Ich bin ein bisschen überfordert. Ah, nicht getroffen. Juhu! Ja, ja, toll, jetzt hast du wieder dein Elektroviech da. Super. Ah. Rotom. Ja, ich habe auch wieder nur ein Pokémon. Irgendwas mache ich falsch. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch am Anfang mehr Glück oder was, obwohl ich wechsle sehr, sehr häufig. Aber, na gut. Ah, super. Toll. Eisstrahl! In die Fresse. Der Ballon ist geplatzt. Das klingt irgendwie falsch, aber egal. Es ist geplatzt, nein, egal. So, schnell. War es ein Unfall? Ja, es war ein Unfall. Schnell protecten. Ja, toll. Das bringt mir zwar jetzt nichts mehr, aber komm, scheiß doch drauf. Dann siehst du wenigstens mein letztes Pokémon noch. Pandir, yo, es ist. Alter, es sieht voll aus, als ob es besoffen wäre einfach. Wie bescheuert. Ja, super. Ja, komm, suck in his face mit einem sogenannten Sucker Punch. Ja, toll. Na, Glückwunsch. Toll, es lebt immer noch. Das ist ja super. Ja! Toll, und es hat sich selbst umgebracht. Scheiße hier. Ah, Gottchen, das hat natürlich jetzt wieder super funktioniert. Hui,
Das weiß ich gar nicht. Bei welchem Stand sind wir denn jetzt? Ich glaube eh schon 3-0. Beim 3-0. Oi. Ah, das hat natürlich jetzt reingezockt. Aber hey, das macht ja nichts. Das können wir. Dann mache ich mir eigene Teams und dann. Ja, dann sehen wir uns. Dann sehen wir uns wieder. Ja, eindeutig. Da können wir noch ein bisschen Zeit drauf verwenden. Aber hey, finde ich auf jeden Fall super, dass das mal geklappt hat. Wenn du mal wieder Bock hast, wie gesagt, wir haben ja unsere Skype-Adressen und dann schauen wir mal hier, dass das weitergeht. Und jawohl, also dann Leute, dann machen wir es erstmal bis zur nächsten Folge und man sieht sich. Servus und ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und natürlich herzlichen Dank an den Mythi fürs Mitmachen wieder einmal. Ja, Leute, das war's für diese Folge mit Pokémon Showdown. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Abonnieren ist selbstverständlich auch nicht verboten. Und ja, wir sehen uns dann wieder mal in einem anderen Video. Nach wie vor, wenn jemand Bock hat, gegen mich anzutreten, schreibt's mir in die Kommentare oder schreibt mir eine Privatnachricht. Ich bin für alles offen. Wir sehen uns dann demnächst, Leute. Macht's gut, macht euch einen schönen Tag. Wir sehen uns im anderen Video von mir, dem Eagle. Bis dahin, Leute. Servus und ciao.